Hallo, hier ist Jan Lahn vom Minecraft Fanclub und heute geht es wieder mal um den Ether Mod. Diesmal Part 3 und heute geht es darum um die ganzen drei neuen Dungeons, die es gibt. Und welche Bosse die haben und sowas. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal los, suchen wir ein paar Dungeons. Ich weiß ungefähr, wo die sind, daher nicht ganz so schwer. Haben Gott sei Dank noch einen ausgewachsenen Vogel da zum Fliegen. Aber leider keinen Sattel. Nehmen wir uns mal einen Sattel. So, ich bin ein bisschen vorbereitet, wie man sieht. Schwert, Hacke, die neuen Dart-Shooter, von denen ich erzählt habe im letzten Video. Ein paar Fackeln, ein bisschen was zu essen und ja, halt jetzt den Sattel. Und wir den Sattel drauf, setzen uns drauf und fliegen mal los. Das wäre halt der zweite Dungeon, den wir machen werden. Oh fuck, wird schon angegriffen. Den machen wir jetzt erstmal nicht. Erstmal suchen wir den Level 1er Dungeon. So. Was ich weiß, ist da vorne einer. Ein Moment, schauen wir mal, ob wir auf easy sind. Ja, ich bleibe auf easy, weil es ist genau dasselbe. Wenn ich jetzt auf hart gehen würde, bleibt sie eigentlich gleich. Daher ist es wurscht. Die komischen Wale spacken am Eingang rum. So, was machen die hier drin? Naja, gehen wir runter vom Vogel. Ne? Der dürfte eigentlich hier bleiben, dürfte sich nicht verpissen. So, schauen wir mal rum. Oh fuck, geht schon los. Sehr schön. Vogel geht. Scheiße! Okay. Hier sind halt so Fallen am Boden, die man nicht sieht. Das sind so getarnte Blöcke. Einer von denen ist eine Falle und wenn man dann drauf tritt, kommt dann so ein Viech, ne? Und beißt dich. Okay, das ist der Boss, den machen wir am Ende dann. So, das Praktische ist an diesem Schwert, weil das ja ein Ding ist, ein Gravity Sword, das schießt die ganzen Gegner in die Luft, wie schon gesagt, ne? Recht praktisch. Mal schon eine Kiste schauen. Und das ist schon eine Falle. Sehr, sehr schön. Du dumme Sau. Okay, tot ist das Ding. Nicht schon. Ja. Schauen wir mal, was das ist. Ach, genau dasselbe. Flieg. Ist auch tot. Gibt es noch mehr Gänge oder war es das soweit? Ich glaube, das war. Ich glaube, das war's. Ja, mal gucken, dass man Vogel und Schild rum. Der hat auch Spaß, dann gehen wir mal zum Boss, ne? Zuerst denkt man sich, ein Boss macht irgendwie keinen Sinn, ne? Du gehst hin, willst ihn schlagen, passiert nichts. Da hat auch schon den Block, musst du ihn auch mit Hacke schlagen und dann wird er böse. Oh ja. Und der wird dich verfolgen, wird immer dahin gehen, wo du bist. Auf deine alte Position und du musst einfach nur ein bisschen kiten, ein bisschen rumziehen und das kann jetzt, genau. Scheiße, das kann jetzt recht lange dauern, bis du den tötest. Jetzt ist er böse, seht ihr schon, er ist rot und ziemlich angepisst. Ist auch ein Ticken schneller jetzt. Ich erwische ihn irgendwie nicht. Stirb! Keine Ahnung, was für eine Action ist auf der Tastatur, das alles zu drücken, so dass man gescheit springt und boah, mein Freund geht nicht sterben. Und ganz abgefuckten Geräusche im Hintergrund machen es auch nicht besser. Ah, er ist tot. Gott sei Dank. Okay, ich mach kurz ein bisschen leiser, weil. Warum ist das auf 19? So, und das auf. So. So, besser. Also, er droppt halt ein paar Steine und einen Schlüssel, den man auch braucht, um weiterzukommen. Wie ihr seht, hat sich jetzt das geöffnet hier. Man kann jetzt diese Falltüren öffnen. Und als eine verschlossene Kiste, die kann man halt nur mit diesem Schlüssel dann gedroppt und öffnen. Draufklicken und dann rechtsklick. Dann Light the Knife. Aha. Flaming Sword und Phoenix Ball. Das sind halt so extra Loot, extra Belohnungen, ne? Die gibt es auch nicht einmal in MCL, in Too Many Items. Die gibt es halt nur in diesen Kisten. Und die haben halt besondere Effekte, was ich weiß. Dieser Bogen ist, soll recht stark sein eigentlich. Und was die machen, die kenne ich nicht einmal. Das ist halt so ein Buch, Book of Law. Und was das ist, ich habe auch keinen Plan. Mein Vogel hat gewartet, sehr schön. So, fliegen wir wieder los zum nächsten Dungeon. So, und da sind wir schon. Genau das Ding neben meinem Haus, ne? Die Akropolis. Fliegen wir mal rein. Und die ist böse. Die ist sehr, sehr böse. Nicht in dieser komischen Wolke, aber ja, werdet ihr schon sehen. Fliegen wir auch darum zum Eingang. Ein rechtes Labyrinth da drin. Kann praktisch sein für ein paar Bosse.
Also ich komme jetzt nicht mal rein, weil ich so hoch springe. So, Cheat und geht schon. Ist wieder rausgedrückt. Okay. Jetzt auch Fallen am Boden. Und wieder komische Kisten. Okay, da ist ein Ei drin und Torches. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir sind auch Fallen am Boden. Wenn ich eine Falle aktiviere, werde ich jetzt eh schon sehen, was passiert. Sowas spawnt. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt töten. Schauen wir mal. Die sind recht stark, die Viecher. Die teleportieren sich auch weg. Und droppen dann so eine Medaille. Du brauchst 10 Stück, um zum Endboss zu kommen. Und ja, schauen wir mal, ne? Da ist so ein Shooter drin und das brauchen wir auch nicht. Nächste Ebene. Schauen wir, was da ist. Da war ich schon. Gehen wir mal da rein. Wieder eine Kiste. Brauche ich auch alles nicht. Doppelkiste, das ist ziemlich verdächtig. Ja. So, was ist da? Eine Doppelkiste fasse ich jetzt gar nicht an. Das sind zu 100% eigentlich diese bösen Krüppel. Gehen wir mal einen Stockwerk rauf. Was es da gibt. Also, wieder eine Kiste. Auch eine böse. Sehr schön. Ich glaube, die werde ich einfach in Ruhe lassen. Einfach rumgehen und warten, bis diese komischen Balküren-Dinger spawnen. Wenn ich mal der Fall aktivieren würde, wäre das sehr, sehr schön da. Ich hoffe, ich packe die jetzt. Schau mal, wie. Drei auf einmal, ey, das wird scheiße. Okay, nehmen wir versuchen mit dem Dart-Shooter. Du Schlampe! Wow. Oh nein, 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 nein. Boah. Jetzt habe ich drei Medaillen, da ist der nächste. Schaut vielleicht leicht aus, ne? Ist es überhaupt nicht. Okay, die ganzen Pfeile wieder einsammeln, ne? Kann man ja gebrauchen. Da ist wieder eine gespawnt. Noch eine und noch eine. Was machen wir? Soll ich den Blitz schießen? Ist jetzt gestorben? Verbrennen die Items oder. Oh. Scheiße, nicht sterben. Nein! So, ne. Was? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Nein! Nein! So, wir sind zurück, ne? Schnell verstecken, schnell alles anziehen, was ich habe. Bevor die Schlampe mich wieder angreift, ne, das ist, ich bin einfach reingekommen, so, ja, hallo, ne, Tag, wie geht's, und dann kommt die schon und hat mir irgendwas in den Rücken. Ja, schön war es nicht. Ja, schnell alles sortieren hier. Giftdinger habe ich noch. Die Medaillen habe ich auch noch, 4 Stück. Die Blitze müsst passen. Schau mal, ob ich die vergiften kann, diese Missgeburten. Wo sind die jetzt? Das Böse ist, die teleportieren sich auch mal weg und verstecken sich vor dir und die tippen sich hinter dich und das ist das. Am besten in die Ecke gehen und dann. Du Schlampe! Ich will schon nicht so wie das. Nein! Ich hab Angst, Angst, Angst. Gib mir meine Sachen. Wir sind doch alles Freunde. Ich hab Medaillen, okay. Ey, das sind aber schon recht viele jetzt, ne? Heilige Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich die töten soll. Mit dem Schwert, glaube ich, bringt das nichts. Sie sind so schnell. Wieder alles anziehen. Ich werde bald neue Rüstung brauchen, was auch sehr, sehr schön ist. Ja, 3 Stunden später, ne? Da, das brauche ich nicht, das. Wo ist, da sind meine Schuhe. Das Flammenschwert. Wo sind meine Shooter? Da ist ein Shooter. Das da, das da. Auf Neues, ne? Meine Rüstung ist auch ziemlich im Arsch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht mit dem Flammenbogen drauf knacken, vielleicht geht das dann. Das Ding ist, umso mehr ich mich bewege, umso mehr spawnen irgendwie und das ist auch nicht schön. Vielleicht spawnt da irgendwas, vielleicht haben die einfach keinen Bock mehr, die denken sich so, ja, du kannst eh nichts, du stirbst eh alle 5 Sekunden, ja, was soll man überhaupt mit dir spielen, das bringt sie nichts. Ich brauche doch nur noch 6 Medaillen, verdammte Scheiße. Oh, hallo. Jetzt auf Neues, bitte, bitte, bitte. Was? Okay, mit dir kann ich nicht schießen. Noch eine. Ich hau dir mit dem Schwert jetzt einfach. Jetzt reicht's mal. Du dumme Sau. Wenn sie oben ist, dann hat sie keine Chance. Ha! Das muss man ausnutzen, ne? Einfach in die Ecke ziehen, die Missgeburten und dann. Einfach warten, bis die. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Ob die hinter mir. Ah! Du Schlampe, nichts, ich will nicht wieder sterben. Wow, 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 wow. Heilige Scheiße. Okay, 4 Stück noch, ey. Ein Krampf im Arsch. Würden die sich nicht mehr so teleportieren, wäre es eh ganz schön, aber was macht die Wolken?
Ich würde es gar nicht wissen. Vielleicht spawnt mal irgendwann was. Das wäre furchtbar nett. Vielleicht hier. Hallo. Hallo. Oh, bitte. Das wird sicher ein Video werden, das wird sicher so 5 Stunden dauern, wenn ich es nicht schneide. Bah. Diese Dreckswolke nervt, ey. Da geht's auch nicht hoch, oder? Nee. Dumme Sau. Da ist eine. Hallo. Nein, nicht hinter mir, nicht hinter mir, nicht hinter mir. Wo ist sie? Nein, 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 nein. Boah, ey, ich krieg voll die Krise. Oh, fuck, wo bin ich? Da ist die von vorhin. Ich habe eine Rüstung. Diese komische Blitzschwert. Wo ist die jetzt schon wieder? Die Wolke macht auch noch Kacke. Hallo. Da bist du ja. Stirb! Ich glaube, übrigens ist auch tot. Nein! Essen, essen, essen. Oh, mein Essen, mein Essen, mein Essen, mein Essen, mein Essen, mein Essen, mein Essen. Ah! Boah, ey, so ein Schwachsinn. Ich bin wieder zurück, ne? Ich mache mir jetzt mal zur Sicherheit so eine Kiste, wo ich meine Medaillen reinhaue, weil wenn ich dich nicht wiederfinden sollte, das ist nicht schön. Also ich hau mal die Dinger rein, ne? Hab noch eine Rüstung geholt und jetzt geht's weiter. Da ist die Schlampe von vorhin. Ey, komm her. Ah, das ging auch fix, ne? Gott sei Dank. Okay, noch eine Medaille einfach rein. 7, nur noch 3. Wenn wir was finden würden hier. Ah, tata, ich werde sicher die Kiste auch nicht wiederfinden. Und dann ist alles weg und verloren. Weil diese Medaillen kann man sich nicht cheaten, ne? Die sind recht, recht. Ah, hieß die Königin, ne? Die kann man erst besiegen, wenn man 10 Medaillen hat, da kann man die herausfordern zum Kampf und die ist noch 70 mal schlimmer als diese anderen Viecher hier, ey. Oh. Da ist meine Kiste, ne? Yep. Das ist so ein Stinker. Und das auch. Was? Nein, 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 nein. Fucker. Fuck, 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 fuck. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Hinter mir, komm. Ja, du dumme Sau. Aha, über mir, über mir. Ha. Wow. 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 Habe ich jetzt hier? Ja, ja. Wow, wow, wow. Okay, einfach immer schlagen, dann verpissen, dann in Ecke und dann warten, bis über dir ist und dann klopfen. So werde ich es machen. 2 noch. Warum du mich angegriffen hast, weiß ich auch nicht. Das ist sehr, sehr mysteriös und komplex. Da ist schon wieder eine. Komm her. Ha, ha, ha. Ihr könnt mich nicht mal. Ihr. Ich kenne eure Schwachstelle, wenn ich die Kiste jetzt finden will. So. Die 9. Gleich geht's los. Gleich Hammers. Da können wir die Königin an der Königin rumsterben. Yeah, ich freue mich schon. Da ist eine. Komm her. Über mich, über mich, über mich, über mich, über mich. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ist sie tot? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie ist hinter mir. Nein, 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 wo ist sie? Pff, ey, Panikattacken hoch 10. Wo ist sie hin? Ich hab die Medaille eh. Ich bin so ein dummes Kind.